Ajo, was gefunden hat, auf Steffi? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Nikos wie Moos Monte 2012. Ich habe mir überlegt, wir steigen heute mal in eine wunderschöne Corvette ZR1-Reihe. Hier ist schon das schöne Prachtstück und werden damit wohl ein paar Runden jetzt rumcruisen und das eine oder andere Rennen auf jeden Fall machen. Habe ich Bock drauf. Die Corvette ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Auto und heute werden wir auch zwei weitere Blacklist-Fahrer besiegen. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall hier. Ja, komm. Ich quatsch mich nicht voll. Wir werden hier die ZR1 auf jeden Fall maximal leveln. Beziehungsweise alle Rennen machen, die wir schon jeweils gemacht haben. Plus, wir werden dann auf jeden Fall zwei Blacklist-Fahrer von der Liste streichen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So schön Corvette in Rot, Digga. Ich muss sagen, mein Nackenschmerzen geht schon besser, Digga. Ich habe, ja, ach du lieber Gott, von meiner Mutter auf jeden Fall diverse Salben geben lassen. Und auch so eine Art Pflaster drauf getan, was, sage ich mal, die Verspannung, sage ich mal, schon etwas gelöst hat. Was es auf jeden Fall, sage ich mal, viel angenehmer macht, weil ich gehe ja morgen. Gehe ich mit einem Kumpel, Digga. Grüße genau an Sepp an der Stelle. Morgen ist der Donnerstag, beziehungsweise heute, wir haben jetzt gerade 1:09 Uhr. Wo ist das gerade auf? Und morgen ist dann sozusagen ja offiziell, also richtiger Premierentag, beziehungsweise erster richtiger Tag von The Fast and Furious 9. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Ich freue mich da sehr drauf, weil Fast and Furious 9, da warte ich schon sehr, sehr lange drauf. Ich habe leider nicht so viel Gutes über den Film gehört. Eher so ein paar negative Sachen, dass der Film angeblich ziemlich schlecht sein soll und zu überladen mit zu viel Schnickschnack. Da würde ich mir auf jeden Fall selber ein eigenes Bild von machen, weil ich bin an sich, also für mich persönlich ist ein Film gut, wenn er mir Spaß macht. Ich achte da jetzt nicht so wirklich ultra auf Logik oder auf ja, spezielle Form von Schauspielerei oder auf unglaublich komplizierte Stories. Für mich macht ein Film Spaß, wenn er mir einfach Spaß bereitet, wenn er mich zum Lachen bringt oder ich die Action-Szene einfach cool oder absolut wahnsinnig finde, dann ist für mich ein Film eigentlich schon gut. Ich bin jetzt keiner, der so unglaublich hohe Ansprüche an Film hat. Und außerdem, ich meine, ich habe die letzten Fast and Furious Filme alle gefeiert. Und ich muss sagen, ab Teil 7 hat es für mich dann so ein bisschen abgenommen. Also ich fand dann wie soll man sagen, Teil 8 fand ich dann nicht so mehr so geil, weil Teil 7 war ja sozusagen der letzte Film, wo Paul Walker wirklich noch richtig mitgespielt hat. Ach, du bist ein Hurensohn. Dementsprechend hat es ab Teil 7 für mich dann so ein bisschen abgenommen. Da bin ich auf jeden Fall auch mit einigen Fans dabei, die sagen, der 7. hätte eigentlich besser sein sollen. Aber nichtsdestotrotz fand ich zum Beispiel den 8. auch nicht wirklich schlecht. Also der war jetzt auch nicht wirklich, keine Ahnung, okay. Der war jetzt auch nicht wirklich der heftigste Film aller Zeiten so. So, einen davon bin ich auch schon angelangt, aber ich fand den 8. auf jeden Fall echt nicht schlecht. Und ich bin dementsprechend auch auf den 9. gespannt. Wie gesagt, ich erwarte nur, dass er mich unterhält, ob ich jetzt hier, keine Ahnung, ein Story-Blockbuster bekomme oder nicht, ist mir eigentlich egal. Solange ich ein bisschen Spaß haben kann auf Normalerweise mit meinem Ehrenbruder Sepp, mit dem ein bisschen labern kann und mich nach dem Film ein bisschen mit ihm unterhalten kann und so weiter, reicht mir das. Und außerdem ist es ja eh so bei uns eine Tradition gewesen, dass Sepp und ich auf jeden Fall, ich glaube, seit dem 6. Teil haben wir jeden Fast and Furious Film im Kino gesehen. Wir haben uns den 6. angeguckt, den 7. angeguckt, wir haben uns den 8. angeguckt. Und den 9. werden wir uns dann auch gemeinsam zu zweit angucken. Haben schon das ganze letzte Woche geplant. Ja, Digga, lass mal machen und so weiter. Der kommt dann morgen vorbei. Und ich lasse mich dann von meiner Großmutter fahren. Und werde mich und mein Opa holt mich dann am Nachmittag ab, wenn der Film halt fertig ist. Und ja, mal gucken, ob wir dann noch schönes Essen gehen. Vielleicht in Ikea oder so, mal schauen. Wir uns auf jeden Fall ein paar Sachen gönnen. Oh, dieser Sound.
Und dann die Corvette zieht, also liegt wirklich sehr gut auf der Straße, Digga. Oh Gott. Liegt sehr gut auf der Straße. Autsch. So. Schön um die Ecke. Aber auch gleich das zweite Rennen. So. Oh Gott. Das Gehirn ist verschärft, Sassi. Ich überspringe jetzt mal die Cutscenes, weil die jucken mich eigentlich nicht. Ich stehle nur meine Zeit, so das ist ein Sprint drin. So, da hauen wir die Kollegen mal kurz weg. Oh, bitte verpiss dich. Ja, yeah, der Ford GT nervt mich aber. So, mach dich auf, Macke, bitte. Also mittlerweile komme ich mit dem Handling muss man zwar wirklich gut klar. Nein, Mann, ey, aber solche Sachen sind total eklig, Digga. Wenn so ein Hurensohn genau vor dir kommt, kannst du nichts mehr machen. Das ist eklig, sowas. Autsch. Junge, die aber, die haben aber richtig Bock zu rammen, Digga, ich merke das. Die wollen es richtig wissen. So. Verpiss dich. So, schön um die Kurve. Junge, der Ford GT, Alter, der will's wissen. So, komm, zieh. Nice. Schön, Digga. Schön zweites Rennen direkt weggehauen, die Wichser. Ich muss sagen, es läuft richtig gut, Digga. So, wir holen das mal beides rein. Perfekt. Das ist ein verbessertes Chassis. Ich muss sagen, ich finde die Gegend hier, in diesem... Ja, Digga, ich finde das richtig behindert. Das hätten die echt etwas anders machen müssen. Dass du erst warten musst, bis das hier ankommt, damit du jetzt hier gleich mal durch kannst. Das ist total behindert gemacht. So, was machen wir als nächstes? Nur noch mal ein Sprint drin. Alter, 9 Kilometer, das fahre ich nicht, Digga. Das fahre ich nicht. Dann mach ich lieber so, ich renn starten. Achso, das war das von davor, Digga. Ja, mein. Ja, Digga, ich fahr keinen 9 Kilometer, Bro. Das ist mir schon ein bisschen zu weit. So, Event verlassen. So, jetzt rennen. Sprint rennen, siehst du? Und aus 9 Kilometer werden es 2. Viel angenehmer. Viel angenehmer, Digga. Da scheint sogar direkt ein Autobahnsprint drin zu sein.
Oh nein, jetzt wollen die Bullen wieder was von mir. Aber süße Stimme auf jeden Fall, die hört sich an wie keine Ahnung, Digga. Wir hier diese irgendwie 15, die kleine. So. Schön Burnout, ab geht's. Energieschub Nitro und Prallschutzkarosserie. Oh, wieder gleich. So. Kommt der hier, Peachkinder? Ah, geile Corvette, ich finde die Corvette wirklich schick. So. CCC. Oh, die Cow. Ich hätte genauso auch böse sein können. Autsch. Aua. So. Verpiss dich bitte. So, schon sind wir Erster. Holy shit, Digga. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp, Digga. Das war wirklich knapp. Die hat mich fast noch eingeholt. So, Schubnito brauche ich nicht. Prallschutzkarosserie nehme ich gerne mit. Das war wirklich haarscharf, Junge. Was ein Drift. Habt ihr das gesehen, Junge? Guck dir den Drift an. Boah, Alter. Ein 300 Meter Drift. Das sind Drifts, ja, Selime. So. Was haben wir noch? Ein Rundkursrennen. So, warte mal. Dann machen wir es genauso wie davor. Dann starte ich einfach das hier kurz. Das ist gegen den M3 GTA sogar, ja, mein. Junge, mein Xbox dreht richtig durch. Hört ihr das, wenn ich rede? Dieses Bzzz. So, Event verlassen. Nein, 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 lass mich in Ruhe. An alle aktualisierte Beschreibung. Verstanden. Erst entkommen, suche sie gefährlich. So. Von hier aus starten. Verstanden, Verdächtiger ist Verfolgung entkommen. Sehr gut. Normalen Dienst fortsetzen. Sehr gut, sehr gut. Hauptsache, wir können das Rennen fahren. Spart immer ein bisschen Zeit. So. Das Rennen ist genau da vorne. Bis jetzt läuft es sehr gut, also kann mich nicht beschweren. 15 Minuten, wir haben fast.
Also wir haben schon die Hälfte der Rennen irgendwie durch schon. So, komm an. Das ist ein Rundkurs, zwei Runden. Der Ford GT nervt schon wieder. Aua. Oh Gott. So, zieh, 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 zieh. Ja, da merkt man schon die Schwierigkeit auf jeden Fall. Die erhöhte. Ist nicht so einfach. Oh Gott. Alle Einheiten sind hinter dem zweiten Wagen. Haben wir Bestätigung des dritten und vierten? Over. 10-4. Zentrale 10-42, Versuch einzugreifen. Over. Verpisst euch. Das Gute ist, wir haben jetzt zwei Runden. Aua. Boah, der ganz vorne ist krass schnell. Junge, warum Straßensperre, ja? Digga, warum ist da vorne so schnell, Digga? Der Bruder macht richtig ernst. Bro, bitte verpisst euch einfach. Danke. Nein. Nein, Mann, du Hurensohn. Warum musstest du das machen, Digga? Alter, die Bullen. Oh Junge, ey, was ist das hier? Mann, hör doch auf, Digga. Junge, die rammen mich die ganze Zeit. Sind wir bei Burnout oder was? Let's go, das Biest hat dennoch gewonnen, Alter. Trotzdem gewonnen. Trotzdem gewonnen, Alter. Ohne Probleme. Ja. Nein. Wir haben hier große Schäden.
Ach komm, verpisst du dich, Hurensohn. Sehr wichtig. Verdächtigen in Sicht. Ich habe ihn verloren. Alle Einheiten, Verdächtiger ist im Perimeter auf einem Fuß. Standardsuche einleiten, over. An alle, brauchen einen Perimeter und eine Rastersuche, um ihn zu finden, over. Boah, wichtig, sehr wichtig. So. Schutzgehäuse Pro. So, Rennen, wir haben noch. Okay, was machen wir? Hinterhalt, geil, jetzt können wir sogar direkt starten. Wir kriegen hier sogar Rennreifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier? Was mache ich hier? Die lassen sich nicht abschütteln. Lassen sich nicht abschütteln, Leute. Ich versuche ja alles, Junge. Ja, die lassen sich nicht abschütteln, das geht nicht. Die lassen sich nicht abschütteln, keine Chance. Die lassen sich nicht abschütteln, ich muss andere Taktik probieren. Keine Chance, die kleben mir am Arsch wie Teppichkleber, Alter. Es gab wirklich bei keinem einzigen Wagen, noch kein einziges Rennen, wo ich alles geschafft habe auf einen Versuch. Gab's nicht. Ich habe immer bei etwas mindestens 2 bis 3 Sekunden. Immer. Fuck, ja, genau, irgendwas muss immer sein. Irgendwas muss immer sein. Oh ey, muss der mich sehen? Ich verpasse dir was, du Hunde. Du Clown, Alter. Flüchtiger ist erwischt. Koordiniere Neuorganisation.
Lack amana sikteri gita sakaramayoi. Oh nein. Ja, es war so klar. Komm, auf gut. Mach! Hallo! Es will nicht! Es will nicht! Drück 20 Mal! Es will nicht! Pass auf Verkehr auf, der seitlich kommt! Ey, Bro! Digga, es geht nicht. Ich drück die Taste wie ein Behinderter. Ich kann mein Licht nicht ausmachen. Ah, jetzt. Warum konnte ich das vorher nicht machen? Ja, was ist das, Digga? Digga, ganz komisch, Alter. Ganz komisches Spiel. Egal, wir haben es geschafft. Beim zweiten Versuch klappt es meistens. Rennreifen packen wir auf jeden Fall drauf. Nee, lass mal drauf. Lass mal verbessertes. Nee. So. Rennen. 10-4. Können wir per Datenabfrage herausfinden, wo sich der 5 Kilometer geht eigentlich. Tempo ist einfach. Tempojagd ist easy. So, mache Platz hier, Peaches. Oh mein Gott. So. Keine Ahnung, was das war. Juckt mich nicht. Ab zum Rennen, ja, Selemi. Jebe im Timater und Pitschko, es rennt dich so aus der Fahrt und weiter du Runde so. Kurz Getriebe Promo freigeschaltet, ey. So. Tempojagd machen wir gerne. ist easy. Ist auch noch Mittel. War es nicht klar, dass die Bullen antanzen werden? Er versucht uns loszuwerden, hat die Straße verlassen. 10:30, Verstärkung benötigt. Wir bewegen uns nach Westen. So. Alter, Speed sein Urfahrt hab ich drauf. Ich hoffe, du rast da so ein Real Life durch, Alter. Nice.
Mit 245 km/h sogar. Tschüss, Alter, das war Speedy Gonzales, sein Urvater, Alter, Tashish an diesen. So. Oh, 8 Kilometer, Digga, habe ich keinen Bock zu fahren. Habe ich keinen Bock zu fahren. Machen wir so. Also gegen den Lexus. Hallo. Ich bin schlecht. Ich bin einfach schlecht. Woher weiß, dass ich stehen bleibe? Genau auf dem Weg. Oh, geht halt viel schneller, so wenn du es so machst, Digga. Da musst du dir Spaß hier auf den Weg so. Habe ich zum Beispiel immer gemacht, als ich zum Flughafen wollte, habe ich einfach das Rennen gegen den Spider immer gestartet. Ach, sogar da unten, Digga, cool. Und so habe ich die Rennen einfach mal, beziehungsweise bin ich immer ganz schnell zum Dings gekommen. Eigentlich das Beste, was du machen kannst. So, du kriegst Driftreifen plus Schwanz mit Zwiebeln. Ich brauche nur Driftreifen halt einfach. So, ist relativ easy. Zack, zarab. Machen wir erstmal ein paar kleine. So, Digga. Oh Gott. Alter, Alter, Alter. Chill, chill, chill. Oh Gott. So. Wie komme ich jetzt noch in ein großes Rennen? Muss noch gucken, aha. Problem ist, die Strecke ist ein bisschen. Ach, ficken, Alter. Ich werde neu starten müssen, glaube ich. Ich werde neu starten müssen. Die Strecke ist ein bisschen komplizierter. Weil die Rampen sehr, sehr unübersichtlich sind. Du weißt halt nie genau so, wo ist jetzt welche Rampe. Das macht es ein bisschen anstrengender. Wenig Speed. Was mache ich denn? Warte mal kurz. Ich verliere zu viel Zeit.
So. Nein, fuck. Scheiße, Digga. So, so mal. Jawohl. Easy. Na komm, zieh, 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 zieh. Ach, fick dich, Alter. Na, ich schaff's wieder nicht. Boah, du brauchst 2,250. Das ist auf mittel, als ob das sollte eigentlich auf schwer kommen, Alter. Na schon, das, also das ist gerade wirklich schwer, Digga, weil die. Weil der Ort ist einfach. Boah, nicht gerade für das gemacht, Digga. Ich probier's auf eine andere Art und Weise. Ich scheiß mal auf die ganz großen. Ja. Oh Gott. Ach, ficken, Alter, mit Zwiebeln. Jawohl. Was machst du denn, Corvette? So, wie komme ich jetzt hier hoch? Das ist die Frage, wie komme ich hier hoch? Das ist das Problem, ich weiß nicht, wie du an manchen Stellen hochkommst. Das ist das große Problem. Wie du an manchen Stellen hochkommst. Ja, scheiße, genau 50 haben wir, genau 50 haben mir gefehlt. Ich weiß nicht, wie du an manchen Stellen hochkommst, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann an manchen Stellen, habe ich keine Ahnung, wie du da rankommen willst. Das ist das Problem, wenn du nicht weißt, wie du an welches Schild rankommst. Das ist das große Problem, Digga. Jetzt zum Beispiel da hoch, da oben ist ein Schild. Ich kann dir nicht sagen, wie du da hin willst. Kann ich dir nicht sagen. Das ist das Problem, Digga. Ich kann dir das nicht sagen. Scheiße. So. Ich weiß nicht, wie du da hochkommst. Was haben die da gemacht? Sind die geistig behindert? Jetzt habe ich so viel Zeit verloren, ich kann eigentlich wieder neu starten. Ich kann eigentlich wieder neu starten, ich habe so viel Zeit verloren jetzt wieder.
Boah, mich fuckt das Rennen ab, Digga. Weil das ist so hardcore schwul gemacht. An manchen Stellen, das ist so schwul gemacht. Dass du nicht weißt, wie du da hochkommst. Das weiß ich auch, aber wenn die Corvette wieder Schwanz lutscht. Ah, ich hätte es geschafft, aber Corvette zackt. Corvette macht Auge. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich hier hinkomme. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, ne? Zu wenig Speed. Ich weiß, wie ich es theoretisch schaffen könnte. Wenn ich hier rüberfahre und das treffe. Ah, wir haben es geschafft. Oh Gott, das Wind ist so ekelhaft. Das war richtig anstrengend. Also das Rennen war richtig hurensohnig. Weil ich hätte ja an manchen Sachen Stellen nicht sagen können, wie du hochkommst. Ich hätte es dir nicht sagen können. Egal, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Digga. Das ist das Wichtigste. So, jetzt muss ich gucken. Was ist das für ein Wagen? Ist auch nochmal ein Porsche. Bin ich hier schon gewesen eigentlich? Weiß es gar nicht. Ich meine schon. Es geht um die Ecke. Entschuldigung. Wenn es gerade um die Ecke ist, dann nehmen wir es doch mit. Nein, nein, nein. Modifikation. Hey, du dämlicher Hurensohn, was ist los mit dir, Alter? Hast du keine Hobbys? Drift. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Also wieder wie das Canyon-mäßig hier. Geil. Oh Gott. Okay, die ist ein bisschen schwerer zu steuern auf jeden Fall. Okay, wir haben mehr als Gold. Wir haben mehr als Gold, Digga. Der Drifter macht schon Spaß, Digga. Oh, wie viel ich noch hab, Digga? Ich hab's schon geschafft. Schon Driftreifen Pro, Digga.
Ja, gar kein Problem. 3,64, Digga. Mashallah, das Biest. So, wir sind genau bei 45 Minuten, das reicht eigentlich perfekt. Also, ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, Jungs, dass wir auf jeden Fall pro Folge immer zwei Most Wanted Fahrer besiegen. Das bedeutet, ey, verstehe ich nicht. Also, der Typ ist ausgelöscht, aber der ist komischerweise vom Spiel noch nicht registriert worden, dass er getötet wurde, beziehungsweise zerstört wurde. Verstehe ich persönlich nicht. Mal gucken, ob wir ihn vielleicht noch irgendwie finden oder so, ob er nochmal respawnt. Weil es ist irgendwie, glaube ich, habe ich das Gefühl, ein Bug vom Spiel. Oder weißt du was, hier kommt, ist mir jetzt zu anstrengend. Wir haben ihn auf jeden Fall besiegt. Er ist auf der Hurensohn, ist noch scheißegal. Dann machen wir jetzt Nummer 5 auf der Liste. Dann werden wir seinen Wagen. Und jetzt gucken. Wo ist der? McLaren? Ah, hab ich nicht mal. Hä? Das ist ganz, ganz, ganz komisch, Digga. Ganz, ganz komisch. Ja, es war so klar, dass die Bullen wieder nach müssen. Lag du Peach! Alter, ich könnte schon wieder ausrasten, wenn das Spiel nicht so will, wie man es möchte. Ja, ich mach das, wenn ich die Folge abgeschlossen hab, Digga. Dann will ich das nochmal kurz probieren. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Verfolgung in Richtung Westen. So. So. Let's go. Der 918 Spider Konzept. Komm, nerv mich nicht. Schau dich kurz weg. Danke, tschüss. Verpiss dich, du Wahnsinn. Lass mich driften. Wie einen Profi-King, Digga. Der Typ, der fährt so schlecht, Digga. So. Bestanden, melde mich wieder. Wäre mich für Pit. Oh oh. Zentrale, wir brauchen Unterstützung. Wir sind GPS-technisch im Nachteil. Alle Einheiten, Hilfe ist unterwegs zu euch.
Zentrale, wer kümmert sich um diese Raser? Haben wir eine Crew auf? Junge, verpiss dich doch, du Hurensohn von scheiß Passantenbastard. Ey, du scheiß Opferkind. Zentrale Fahrzeuge sind möglicherweise gestohlen. Achtet auf Spurwechsel. Entschuldigung. So, komm an. Die Raser halten nicht an, wir müssen sie stoppen. Vorsichtig näher, das sind harte Gegner. Verstanden, ich melde, was passiert. Nein, Mann, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Alle Achtung, da bricht einer nach rechts auf. Gott sei Dank, Alter, ey, hätte ich jetzt deswegen verloren, ne? Tja, wäre ich jetzt echt durchgedreht, ey. Ohne Spaß. Boah, das wäre jetzt wirklich zu viel gewesen. Das wäre jetzt echt zu viel gewesen. Zentrale, habe Kontakt zum Verdächtigen verloren. Benötige Hilfe, um ihn aufzuspüren. Verstärkung auf Kurs 2 gehen. Sektorzuordnung auf dem MPC, over. Die Führungseinheit kehren zur letzten Position zurück. Alle anderen Einheiten suchen von dort aus Fortsetzen. Was? Haben wir Verstärkungseinheiten für einen Perimeter? Over. Alter, der nervt mich schon wieder, Mann. Einheitencheck aktuell. Der will schon wieder nicht down. Over. Da will ich schon wieder nicht umgehen. Alle Einheiten. Einsatzleiter unterbricht Code 3. Verdächtiger ist entkommen. Danke. Und hoffentlich bleibt das mal so, Digga. So. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier den anderen Clown hier, den hier, dass ich den irgendwie down bekomme. Und das spawnt gleich wieder. Soll ich den nochmal jagen? Das machen wir ganz kurz. So, dann sparen wir uns den zweiten Most Wanted Ding in der Folge, weil wir haben keine Zeit mehr leider. Da ist der Bruder. Ist der gerade gewesen oder nicht? Hab ich behindert? Ich hoffe, der Peach kommt gleich, Digga. Ich fixe seine Name. Oh, wie mich das für immer genervt hat. Da ist er. Da ist der Peach. Nicht so Bock, oder? Hast du nicht so Bock? Komm her, du Peach. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ach komm, Digga, ey, dieser gottverdammte Verkehr. Ich geh lieber. Ja, du wusst die Autobahn.
Und so viel Verkehr, das kann ich hier nicht ausschalten, das ist mir zu viel. Tunnel können was gehen. Aber selbst hier ist es mir ein bisschen zu eng. Da ist er. Warum zählt das nicht? Warum fährst du jetzt links durch den Sinn? Oh mein Gott, fahr doch normal, Alter. Warum zählt sowas nicht? Ich verstehe dieses Spiel nicht, Digga. Ey, wenn man etwas einbaut, was nicht mal richtig funktioniert, warum baut man sowas ein? Man merkt doch, dieses System totaler Scheiß ist, Digga. Hab den 10-mal gecrashed, trotzdem juckt's das Spiel nicht irgendwie. Bitte sei jetzt einmal fertig, bitte. Wagen. Da, McLaren. Most Wanted. Gott sei Dank. Okay, also machen wir so, wir werden dann in der nächsten Folge 4-3. Und dann werden wir 2-1 und den Venom-Bruder machen. Okay. Ja gut, Jungs, das ist mit der Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der Folge haben wir schön die Corvette durchgedrückt. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Most Wanted 2012. Bis dann, checkt die Meets und Celebrity Fischer und haut rein, Jungs.